Hallo Freunde, willkommen zurück. Hello guys, welcome back. Heute möchte ich ein Bild machen und zwar nicht mal in der Fließtechnik, sondern einfach rein mit der Malerspachtel. Ich hatte in meinem letzten Video schon mal ein Bild gemacht, wo ich die Farbe danach dann noch laufen lassen habe. Will ich heute mal versuchen, ohne laufen zu lassen. Und zwar gerade mit Kirschrot als obere Farbe. Da habe ich viel angerührt. Ich hoffe, die reicht auch. Und habe dann noch Weiß, permanent grün dunkel, echt orange, das ist gelb, und zwar echt gelb Zitrone und Türkis. Okay. Today make a picture only with the palette knife. I don't let the colors flow. I hope I don't must flow the colors, and I want the sherry red over the other colors with my palette knife. Then what looks was good or not, I don't know. In the colors I have silicone, I had white, permanent green. This is a must look, sorry. True orange, and true yellow citron, yellow lemon, and turquoise. Okay, ich habe im Prinzip in Weiß, Grün, Orange, Gelb und Türkis habe ich Silikon reingemacht. Ihr wisst ja inzwischen, wie ich das aber mache, brauche ich nicht nochmal zeigen. Sonst, wer es noch nicht kennt, einfach mal ein paar vorige Videos anschauen von mir. Außer in Sherry Red habe ich kein Silikon. Also in Kirschrot. In Sherry Red ist no Silikon. Gut, dann fangen wir an. Lab beginnt. Okay. Internetverbindung ist derzeit nicht stabil. Mein Handy wieder. My mobile phone speaks with me. Internetverbindung ist nicht stabil. Ja, die Internetverbindung ist eigentlich nur das WLAN über die Kamera. Und die Kamera will wohl nicht so akzeptiert werden. Ich versuche einfach die Farben ein bisschen zu mischen, dass sie auf dem ganzen Bild verteilt sind. I took the colors all of the picture. So, nur das Experiment. Nur das Experiment. Hoffe, dass es funktioniert. I hope it works. Okay.
Gut. Manche. Zu machen. Jetzt probiere ich noch mal was auf die andere Seite.
So, jetzt müssen wir mal schauen, wie es rauskommt, wenn ich es noch mit Feuer warm mache. I don't know. We must look when I make a fire. How it's coming out. Okay. We do this. Wir schauen alles gut, das gefällt mir nicht so. This side was good. And this side, yeah, I don't like this side. So gut. Ich tue noch ein bisschen Farbe drauf. Much more color. Oh yeah. Türkis habe ich noch viel. Türkis. Okay. Ja, sieht schon besser aus. Looks like much better. Uh-oh, what's here? White. Okay. Noch ein bisschen Feuer, much more fire. Und dann hoffe ich, dass es doch gut aussieht oder besser wird. I hope it was better. Okay. Also sieht so schlecht jetzt auch nicht aus. Und hier ist ein kleines Loch. A little hole.
Aber ist doch trotzdem ganz gut geworden. Also mal was anderes wie Flutpainting, also Fließtechnik. I like it. Looks like good. Is what other than Flutpainting? Yeah, I like it. Nice, abstract. Also echt, sieht abstrakt aus. Also finde ich trotzdem richtig gut. Gut, ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Ich zeige euch dann wieder von nahem. Und dann bis gleich. I hope you like it. You can see it from near. One second. And then look. Okay, bis gleich. So, okay. Jetzt könnt ihr nochmal das Bild von nahem sehen. You can look like from near. I hope you like it. Also ich hoffe, euch gefällt's. Und dass mein Schatten nicht im Weg ist. Also ist noch wenig vom Rot übrig geblieben. Aber ihr könnt sehen, also rein mit der Malerspachtel und nichts mit Flutpainting, mit dem Silikon kann man auch so arbeiten. You can see. You don't must flute painting. You can only with the palette knife works. Or you can works only with the palette knife. And it looks like good. I like it very much. Also mir gefällt es sehr gut. Und es ist einfach mal was anderes. Okay, dann hoffe ich, dass es euch wieder gefallen hat. Dass ich euch was zeigen konnte, wo ihr vielleicht noch nicht gesehen habt oder einfach ein paar auch mal auf Deutsch gesehen habt. Meistens sind ja alle in Englisch. Und dann hoffe ich, dass es euch gefallen hat. Und gerne Daumen nach oben, schreibt mir Kommentare. Wer noch nicht abonniert hat, gerne abonnieren, da helft ihr mir damit. Und dann war's das. Okay, I hope you like it, I enjoyed you. And give me a like and write comments and subscribe my channel, then it's all okay. Okay, thank you for watching. Also macht's gut, dann bis zum nächsten Mal. Vielleicht wieder was anderes. Bis dann. Tschüss.